Stadt-TV Brühl. Wir zeigen's Ihnen. Heute kann Ihnen Stadt-TV Brühl exklusiv ein Kölner Urgestein präsentieren, das sich in letzter Zeit in der Öffentlichkeit sehr rar gemacht hat. Im Rahmen des Sommerfestes der Kanarischen Geißböcke, ein FC-Fanclub, hatte Stadt-TV Brühl Gelegenheit zu einem Interview mit Hans Süper. Genau. So, Herr Süper, werden Sie denn hier heute auch noch auftreten? Nein, ich bin heute Gast. Ich habe das vorher jemand am Schiff, da war ja nicht da, ne? Da war so schlecht gewesen, weil unten Leute waren, oben Leute waren, war laut gewesen. Und da habe ich gesagt, hör mal, Hans, tu dir das nicht an, lass mal ein bisschen möglichst zusammen sein, etwas lachen. Man sieht, man kennt sich und man kriegt immer was zu lachen, da brauche ich nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Sagen Sie mal, Herr Süper, wie ist das denn zustande gekommen, dass Sie jetzt hier in diesem, Geißbock, in diesem Fanclub Kanarische Geißböcke sind? Ich komme hier rein durch Can Canaria. Man hat mir die Kneipe Madames empfohlen, die Bleide Englisch oben. Da war ich mit meiner Frau da gewesen. Dann habe ich den Rudi kennengelernt mit seinem Kanarienvögelchen. Ne? Und das hat mir so gut gefallen. Und da triffst du die Gott und die ganze Welt. Das, ich sage, da hat mir mal einer da ist, ich sage, hör mal, wie lange hast du Urlaub? Ich sagte, 3 Monate. Ich sage, hast du Urlaub oder bist du auf der Flucht? Aber ist immer schön beim Rudi. Der Rudi macht das sehr schön. Ja. Sie treten jetzt auch wieder auf, Nein. Ich habe mal was gemacht jetzt. Ja. Aber ich mache kein Karneval mehr. Möchten Sie nicht mehr, oder? Nein, ich kann nicht mehr. Ja. Das Alter ist erreicht und muss ich mal ein bisschen um meine Frau kümmern, die ist auch ein bisschen krank. Ne? Aber Sie sind immer noch wieder gerne so auch karnevalistisch unterwegs vielleicht das, als Gast. Vielleicht ist es deswegen gut, dass ich mal auftrete. Ja. Weil ich immer noch berühmt bin, bekannt bin. Ja, ja, ja. Machst du viel, bist du nichts mehr nachher. Ne? Langsam, immer langsam. Ja. Zufall jetzt im Karneval, dass die 3 Stern damals die Prinzenproklamation war reiner Zufall durch meinen Vater, der war bei der 4 Butzen und die hatten ein Jubiläum, wenn sie noch leben würden, 80 Jahre. Daraufhin haben die mich angesprochen, habe ich gesagt, mache ich. Ja, deswegen, man hat das ja in der Zeitung gelesen, das war ja der totale Erfolg. War sehr schön, war sehr schön. Ich bin ja sehr stolz, dass man die 4 Butzen nicht vergessen hat. Ja. Ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich bedanke mich auch bei dem Köpis hier, alle hier, der ganze Club, dass wir heute hier als Ehrengäste da sind. Obwohl er gerade noch einen Auftritt ausgeschlossen hatte, brauchte Willi Wilden ihn nur einmal zu bitten und er stand mit seiner Flitsch auf der Bühne. Hören und sehen Sie einen sehr emotionalen Hans Süper. Was ich jetzt mache, mache ich leidenschaftlich von Herzen gerne. Ich gehe doch in mich zu Schmisshalle, sonst mache ich nicht. Bei allen möchte ich mal ehrlich, ich habe mich können so treffen, wo man wolle. Mir, alle. Da wollte ich in Köln. Aber einer wollte nicht in Köln. Unser Rudi. Rudi, Gott von Can Canaria, der Köpi, viele kennengeladen. Benedikt, der hätte zwar schöne Fehler gemacht, der ist ausgewandert. Aber er hängt immer an Köln, denn Köln ist die schönste Stadt der Welt. Nicht nur, weil es den FC gibt. Weil der FC ist für mich ein Verein. Wenn die verlieren, sind sie alle da. Das ist schön. Wenn sie gewinnen, sind sie auch da. Aber das Schlimmste ist, wenn man Heimweh hat. Heimweh ist das Schlimmste auf der Welt. Ich möchte jetzt mal gerne eine kleine Story aus meinem Leben erzählen, die sehr ernst ist. Ich hoffe, dass ihr das jetzt hört und zuhört. Es ist wirklich eine sehr ernste Geschichte. Die Geschichte heißt Heimweh. Ich habe einen Freund gehabt, der ist 1963 ausgewandert in Australien. Er hat sich da in der Arbeitslosigkeit reingemauert und hat viel gearbeitet. Und hat es nach 20 Jahren geschafft, Arbeit zu kriegen, nicht gewöhnt wie der Wahnsinn hier. Ein Problem hatte natürlich Heimweh. Immer, jede Woche rief er mich an und hätte dann immer Lieder gesungen. Anwalt, Gemüse, Pötzchen in Australien, wie ich schon in der Wohnung in Köln.
Und er hat immer gesagt, Hans, ich vermisse die Köln, aber ich muss hier arbeiten. Er hatte mittlerweile 250 Angestellte. Er hat es wirklich nicht geschafft, aber er hat Heimweh. Köln, wo ist die Heimat? Er hat super Geld verdient, aber er war der traurigste Mensch der Welt. Und nach 50 Jahren hat er gesagt, Hans, ich mache das Jahr Feierabend, ich komme nach Köln. Und 3 Wochen früher ist er gestorben. Dann haben sie ihn eingeäschert. Musste eingeflogen worden in Köln. Es war da, aber zu spät. Und alle haben gesungen. In Köln ein Ring, bin ich geboren. Und das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an den Heimat denke und in der Wohnung verführe ich dann. Möchte ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möchte zu Fuß nach Köln gehen. Möchte ich direkt auf Heimat schwenken. Ich möchte zu Fuß nach Köln gehen. Yeah.